lieben Häkelfreunde, willkommen zum heutigen Video. Ich möchte euch heute eine ganz einfache Spitze zeigen, die wir am Meter arbeiten können. Also nicht in Reihen, sondern Stück für Stück. So kann man die Länge der Spitze ganz individuell bestimmen. Man kann auch Spitze auf Vorrat machen und sie dann nur noch abschneiden, wie man sie braucht. Und ich habe mir zum Zeigen heute so ein dickeres Garn genommen, so ein Topflappengarn, dazu eine entsprechende Häkelnadel. Bei Spitzenarbeiten gilt nach wie vor, je feiner das Garn ist, umso feiner die Spitze. Jetzt mache ich mir erstmal ein Stück Faden hier raus. Und wir beginnen mit 9 Luftmaschen. Also ganz normal, wie immer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und in die 6. Luftmasche ab Nadel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, in diese also, da arbeiten wir 2 Stäbchen. Ich habe mir extra die dicke Wolle geholt, da könnt ihr besser sehen. Und jetzt kommen 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die gleiche Masche. Und jetzt kommt noch ein Stäbchen in die letzte Luftmasche. Und so ist die erste Reihe schon fertig. Jetzt machen wir 4 Wendeluftmaschen. Und in diesen Luftmaschenbogen arbeiten wir 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Möglichst ohne einen Knüttel zu machen. Also 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und nun kommen 5 Luftmaschen und wir gehen in den ersten Bogen und machen dort eine Kettmasche rein. Das heißt also den Faden durch und direkt durch die Masche auf der Nadel. Eine Luftmasche. Und in diesem großen Bogen nun arbeiten wir 10 feste Maschen. Einfach reinarbeiten, nicht in die Luftmaschen, sondern in den Bogen. Da muss man schon mal ein bisschen nachschieben, geht aber. Und dann sieht das Ganze so aus. Nun eine Luftmasche. Und in diesen Bogen arbeiten wir wieder 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Drei Stäbchen, 3 Luftmaschen und komm her, 3 Stäbchen. Na. Und dann sieht das Ganze so aus. Hier arbeiten wir aber jetzt am Reihenende, damit wir eine Befestigung bekommen, noch ein Stäbchen in diesen Luftmaschenbogen. Und dann hat das alles eine gerade Kante. Kann man schon eher erkennen, ne? Jetzt kommen wieder 4 Luftmaschen
die Arbeit wenden und genau hier in diesen Bogen wieder drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Ich mache mir direkt nochmal was Faden ab. Drei Stäbchen, drei Luftmaschen und drei Stäbchen. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, hat jetzt bestimmt was gewackelt, aber ich musste mir mal eben die Nase putzen. Ja, jetzt sind wir wieder an dem Bogenende. Da machen wir wieder 5 Luftmaschen und zurück hierhin. Da eine Kettmasche rein, eine Luftmasche zum Wenden und 10 feste Maschen. Und so sieht es dann aus. Man könnte jetzt zwischen, man sieht schon, kommen immer Bogen. Zwischen der 5. und 6. Masche kann man auch ein Picot häkeln oder so. Oder eine Perle mit einarbeiten, wie auch immer. Aber man kann es auch so als runden Bogen lassen. Hier jetzt wieder, wie hier auch, eine Luftmasche. Und dort wieder 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Und jetzt wieder zum Reihenende. Ein Stäbchen in den Bogen. Und so sieht dann unsere Spitze aus. Ich mache mal die Schlinge etwas größer, denn jetzt wiederholt es sich immer wieder. Das ist immer wieder das Gleiche. Also eine wirklich einfache Spitze, die könnt ihr dann irgendwo dran machen, an einem Tuch, also so als Kante. Zum Beispiel an Handtücher und Waschlappen, an eine Tischdecke, an Taschen oder kleineren Täschchen, an ein Portemonnaie, an der Jacke, am Bündchen oder auch unten am Rand, an der Jackentasche, am Pullover, Blusen oder ganz, ganz feines Garn genommen, dann für Taschentücherspitzen. Da kann man die dann wunderbar dran arbeiten. Da könnte man auch hier gleich mit anschlagen, wenn die schon vorgelocht sind. Ansonsten sind die ganz schnell angenäht. Oder auch, wenn man mit feinem Garn macht, für Grußkarten zu gestalten, Journals oder Mixmedia arbeiten. Bei Mixmedia, da muss es auch keine super feine Spitze sein. Da kann es auch ruhig grobes Garn sein. Denn man streicht es ja zu mit Farbe. Dann ist auch egal, aus welchem Material bei Mixmedia. Da könnt ihr jedes Material nehmen, was ihr habt. Also eine Spitze, die für sehr, sehr vieles einsetzbar ist. Macht ihr die jetzt in eine Tasche oder Handtücher, da könnt ihr sie gleich auf Maß machen. Und ansonsten, wenn ihr einfach mal Lust habt, eine Spitze auf Vorrat zu machen, damit ihr immer Spitze zu Hause habt, nehmt ihr euch ein Knäuel und arbeitet so lange, bis das Knäuel zu Ende ist. Das könnt ihr euch dann auf eine Rolle wickeln, auf eine Papprolle oder einfach so auf ein Knäuel. Und so könnt ihr euch dann immer abschneiden, wenn ihr ein Stück Spitze braucht. Wenn man solch eine Häkelspitze, das ist nicht wie die Industriespitze, die man so kaufen kann. Also wenn man so eine Spitze abschneiden will, dann sollte man vorher links und rechts einen Klebestreifen machen von der Schnittstelle und dann abschneiden. Denn sonst
bricht das Häkelstück gleich ganz auseinander. Und die Schnittkanten dann mit ein bisschen Textilkleber, wenn man es waschen will, noch vorher verkleben oder halt für Kartenarbeiten ein bisschen Klebstoff dran machen. Wichtig ist, wenn man die Spitze dann noch waschen will, richtig bei Handtüchern, Taschen, Blusen, Jacken und so, dann sollte man die ein bisschen länger lassen. Wenn man die mit Textilkleber gefestigt hat, dann umklappen und noch festnähen. Am besten die Kante auch ein bisschen mit Zickzack, damit es auch wirklich nicht beim Waschen aufgeht, sonst ärgert man sich nur, ne? Wäre ja blöde. Ja, das war heute mein kleiner Beitrag für das Häkelvideo und ich hoffe, ich konnte euch damit eine kleine Anregung geben, wofür man Spitze alles einsetzen kann, die man ganz leicht selber machen kann. Und wenn man zum Beispiel auf Flohmärkten, ja, wenn es wieder Flohmärkte gibt, ne, im Moment ist Corona-Time, gibt keine Flohmärkte, aber die Zeit kommt ja wieder. Da gibt es auch schon mal so Spitzengarn günstig zu kaufen, weil einer sein Hobby aufgegeben hat oder die Wohnung von der Oma ist geräumt worden. Das Garn könnt ihr prima dafür verwenden. Und egal welche Farben, dann habt ihr immer Spitze auf Vorrat. Ist viel günstiger. Gut, ist ein bisschen Arbeit, aber die Arbeit könnt ihr überall hin mitnehmen, dadurch, dass man immer die Häkelnadel rausnehmen kann, Schlinge langziehen und da könnt ihr die immer wieder in der Tasche ganz schnell verstauen. Eine super Arbeit, die man ganz schnell gemacht hat und die hat man selbst gemacht. Eine handgearbeitete Spitze, keine Maschinenarbeit. Das hat doch was, oder? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal!